Das ist immer so, wenn man zur Alzheimer kommt eigentlich, dann weiß man eins, man ist von Gott berufen, man hat aber keinen Anspruch auf ein Gehalt. Wir versorgen täglich 80 Leute mit Essen. Die Leute haben hier ihr Wohnzimmer, die kommen hierher und werden hier praktisch an 6 Tagen in der Woche betreut. Wir haben hier sonntags einen Gottesdienst und einen Frühstücksgottesdienst und da kommen von einer Garten, so ein Schrebergartenanlage, die haben uns Obst und Gemüse gebracht, gespendet im Herbst. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, packt mal mit an. Ne? Und dann sagte er, wieso, ich bin doch gar nicht versichert. Da habe ich gesagt, verstehe ich jetzt nicht, wie nicht versichert. Du musst doch nicht versichert sein, um mir anzubauen. Nö, sagt er, meine Hände sind ein bisschen verdreht, ich kann das nicht so gut oder so. Und da habe ich gesagt, was willst du denn jetzt hier? Ich kann das jetzt nicht verstehen. Ich sage, packst du jetzt mit an oder packst du nicht mit an? Und dann habe ich ihm gesagt, in meiner Bibel steht, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Nicht, wer keine Arbeit kriegt, sondern wer nicht arbeiten will. Und ich sage, du willst eindeutig nicht arbeiten. Ich sage, du kannst jetzt gehen und du hast 6 Wochen Hausverbot, so einfach. Also hier bei uns herrscht schon also auch, sage ich einfach mal ruhig, armeemäßig ein Stückchen Ordnung. Also ich habe insgesamt 3-mal haben sie mir Schläge angeboten. Einmal kam einer rein, der hat gesagt, ich komme Sonntag in Gottesdienst und der schießt dich. Und dann kam dieser Mensch, aber zum Glück auch nicht. Also Sie können einige davon ausgehen, dass die Leute zu uns kommen, 100% arbeitslos sind. Dann gibt es einige Leute, also ich würde mal sagen 30, 40% haben Alkoholprobleme. Wir haben ja alle ein Vakuum in uns und dieses Vakuum müssen wir füllen. Aber ich glaube, da muss was Vernünftiges rein. Ja? Und dann funktioniert Leben, dann geht das auch. Ich hatte jemanden, einen Klient hier von mir im Krankenhaus besucht, weil der da im Alkoholentzug war. Und da kam einer und sagte, sagen Sie mal, kann ich auch mal zu Ihnen kommen? Ja, sicher, also dafür sind wir auch da. Und dann kam der her und dann hat Jürgen hier ganz toll jahrelang geholfen, aber immer wieder hat er getrunken und hat sich nach dem Tod gesorgt. Zum Schluss, als ich ihn besucht habe, da war der quietschegelb, da bin ich mit einer Frau vom Sozialamt hingegangen, die wollten dann meine pastorale Einstellung wissen, der wollte sich auch umbringen, ich dachte, ich sei auf mich jetzt tot. Und dann habe ich ihm deutlich gesagt, du Jürgen, ich sag mal, du, wenn das wirklich machen willst, ich finde das erstmal nicht gut. Und zweitens, ich sag, wir haben darüber oft geredet, wenn es wirklich ein Leben nach dem Tode gibt, dann bist du nicht auf der Seite Gottes. Und da wollte ich ihm schon ein Stückchen auch Sorge um sein Leben bereiten. Ich möchte Leuten immer nur Lebensmut machen, wie den Günther gerade, den ich da umarmt habe. Jedes Mal, wenn der kommt, sagt er mir, du, ich möchte nicht mehr leben, das macht keinen Spaß mehr. Ja? Und ich sag, guck mal, du kriegst doch hier Essen, dir geht's doch gut, hier ist warm drin. Du kannst doch an unseren Veranstaltungen teilnehmen, guck doch mal. Aber ich finde es schon mal gut, der kommt jedes Mittagessen her, der kommt jedes Abendessen her. Und das ist ja erst schon mal, wer essen will, der will auch leben, sage ich einfach mal. Ja.